Hi Lieben, ich habe wieder bei Shein bestellt und da wollte ich euch jetzt mal so einen kleinen Haul machen. Ihr fragt nämlich immer, woher meine Klamotten sind und die meisten sind von Shein oder von anderen Marken. Und ja, in diesem Video seht ihr dann, wenn ich zum Beispiel nächste Woche ein bestimmtes Teil, was hier gerade liegt, anhabe, dann wisst ihr, das ist von Shein. Kommen wir erstmal zu Sportoberteilen. Jetzt ich die Mama bestellt. Einmal so ein Art neonpinkes Sportoberteil. Das hat auch hinten einen richtig schönen Rücken. Die haben auch einen super Stoff und das ist jetzt so ein lila, das hat auch so einen schönen Rücken. Die sind so weich auch, Leute, also wirklich, die sind mega weich. Dann haben wir das gleiche wie das neonpinke, nur halt in einer anderen Farbe, also so ein dunkellila. Das hat halt auch denselben Rücken. Dann habe ich mir eine Sweatjacke geholt, weil irgendwie ich habe gefühlt nur drei Sweatjacken, die ich auch wirklich immer so anziehe. Und meine anderen ziehe ich irgendwie gar nicht mehr an. Oder zum Beispiel, wenn es jetzt eine blaue ist, dann passt ja meistens auch nur so schwarz, blau und weiß, würde ich jetzt mal sagen. Aber da wird jetzt nicht so ein grün oder so passen. Deswegen. Also auf die Jacke auch eigentlich gar kein Grün, aber ist mal was anderes, Leute. Man muss abwechslungsreich mal sein. Habe ich mir diese Sweatjacke geholt. Die hat mir irgendwie so Vintage-Vibes. Die sieht so schön aus und ja, die gefällt mir auf jeden Fall. Und die ist auch so oversized. Dann hat die Mama sich noch das Oberteil hier geholt. So ein ganz normales, rosanes mit, ich glaube, das heißt da Kaugummi-Pink hieß das da. Genau, mit so Knöpfen. Sieht auch sehr schön aus. Das habe ich auch die ganze Zeit in meinem Warenkorb und ich finde das so schön, auch richtig schön für den Sommer oder Frühling, weil das sieht einfach so richtig glücklich aus irgendwie. Nämlich das Oberteil hier. Ich finde, das sieht immer so cool aus und diese Arme, die sind so breit, also die sozusagen wie so eine Schlaghose. Und ich finde, das sieht einfach so schön aus. Irgendwie, ich habe gar keine graue, also so eine hellgraue Jogginghose. Und ich wollte auch schon länger mal so eine hellgraue Jogginghose. Und hier ist sie. Die sieht so cool aus, wirklich. Also, ja, und unten, was gut ist, unten ist sie so baggy, aber man kann die auch so eng stellen. Das heißt, man unten wie hier so eng ist. Also die ist eh eng, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich mach das gerade mal. So, dass es dann halt so aussieht. Ist da hier ein bisschen lang, aber das kann man schon managen. Aber ich finde das einfach so cool, dass man dann entscheiden kann. Und an sich, die ist auch sehr weich innen drin und gemütlich. Irgendwie habe ich auch gar keine Oversize-T-Shirts mehr. Also die sind jetzt alle nicht mehr so oversized, wie sie mal tatsächlich waren. Ich glaube, ich habe noch Naruto und noch so zwei, wo einmal ist da eine Milch drauf und irgendwie sowas Japanisches oder so. Deswegen habe ich mir das hier geholt. Das ist auf jeden Fall sehr oversized. Und das ist, finde ich, richtig schlecht. Da steht halt hier nur Cherish Time Effect Dream drauf. Auf der Rückseite auch. Ich finde das richtig cool. Da habe ich mir noch so ein Oversize-T-Shirt geholt, aber das ist nicht so extrem Oversize, also so ungefähr wie diesen Pulli, den ich gerade anhabe. Genau. Es gibt auch ein bisschen so Vintage-Sounder-Vibes oder so. Genau, erinnert mich auch ein bisschen an ein Fußballtrikot irgendwie oder an so ein, wie weiß ich mal, Autorennfahren-T-Shirt. Ein schwarzes Top kann man immer gebrauchen, deswegen habe ich auch eins geholt. Dann hast du hier an der Seite mit so, ist so, wie nennt man das nochmal? Raffung. Genau, so ein Raffung. Ja, finde ich auch ganz schön. Ich weiß gar nicht mehr, ob das für dich oder für mich war. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber dann können wir es ja eh teilweise dieselbe Größe. Das ist so ein Top hier. Das Kleid hatte ich schon die ganze Zeit in meinem Warenkorb und ist auch sehr lang. Aber das sieht so schön aus, finde ich.
Genau, die Farbe ist auch sehr, sehr schön. Die wird, glaube ich, richtig schön aussehen im Sommer. Ich wollte schon etwas länger so eine Hose, aber ihr kennt, vielleicht kennt ihr diese Jorts. Also das sind diese Jeanshosen, die bis hier ungefähr gehen oder bis hier. Kommt drauf an, welche Jorts man holt. Und ich finde, ich glaube, mir würden gar keine Jorts so richtig stehen. Aber ich wollte halt schon mal so längere haben. Aber kennt ihr diese längeren, die dann so eng sind? Das, ich finde, das sieht mal aus, als ob man gleich wandern gehen würde. So auf Safari-Reise. Ich hatte einmal eine, aber das war auch das erste und das letzte Mal. Deswegen habe ich mir so eine Baggy geholt. Die sieht voll cool aus. Natürlich jetzt nicht mit der Jogginghose, aber ich finde, die sieht fresh aus. Ich hoffe, mein kleiner Haul hat euch gefallen. Ich wollte mir jetzt auch mal nach und nach neue Sachen holen, weil ich wollte auch mal Sachen aussortieren. Ich habe nämlich ganz viele Sachen, die ich gar nicht mehr anziehen möchte oder die mir auch gar nicht mehr passen. Deswegen wollte ich auf jeden Fall mal aussortieren. Und bald ist ja der Sommer da, aber man sieht nichts davon. Deswegen, ich habe ein Flashback gesehen von 2015, glaube ich. Da war ich Eis essen in der prallen Sonne. Ich wollte mir so nach und nach neue Sachen holen und die kann ich euch ja dann auch immer zeigen. Ja, ihr Lieben, das war mein Mini-Haul. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was euer Lieblingsteil von meinem Haul war. Ich hoffe, ich konnte euch einfach so eine Inspiration geben, was ihr so für den Sommer haben möchtet oder so. Oder falls euer Warenkorb leer ist, ist vielleicht auch eine Inspiration oder falls ihr bald Geburtstag habt oder so. Aber ich setze euch auf jeden Fall alle Links unten in die Infobox. Würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche. Tschüss!